willkommen von der Costa Pacifica. Wir sind gerade am Nordkap, wir haben 8:30. Ich habe noch einen Bademantel an und ja, ich habe eben eine Meldung reinbekommen. TUI Cruises baut LNG-Kreuzfahrtschiffe. Verwundert mich jetzt komplett, denn vor kurzem, oder ja, was heißt vor kurzem, vor etwas längerer Zeit, hatte TUI Cruises noch erklärt, dass LNG ja nicht so sauber ist und nicht so intelligent, weil es gibt ja keine Infrastruktur, nichts. Jetzt haben AIDA, Costa, NCL, MSC, Royal, im Prinzip fast jeder hat LNG-Kreuzfahrtschiff bestellt, jetzt tut es eben auch TUI Cruises. Und zwar passiert das nicht von der Meyer-Werft in Papenburg oder Meyer-Turco, nein, sie bekommen ihre Schiffe von der Fincantieri-Werft in Italien. Ja, und sehr spannend dabei, TUI sagt ja immer Luxus, sehr familiär, klein gehalten, sie bauen die größten Kreuzfahrtschiffe, die je in Italien gebaut worden sind oder dann jetzt gebaut werden. 161.000 BRZ haben die Schiffe, AIDA Nova hat um die 180.000 BRZ, das heißt, das Schiff wird nur minimal kleiner sein als AIDA Nova. Zu den Passagierzahlen wurde noch nichts gesagt, aber man sagt, naja, das bewährte Raumverhältnis wird auch auf dem Neubau sein. Ja, kann man jetzt halten, wie man möchte. Eine voll ausgelastete Mein Schiff hat auch nicht mehr allzu viel Raumverhältnis, wie man es gerne in der Werbung sagt. Wenn man auf einer voll ausgelasteten Mein Schiff in den Ferien fährt, ist der ganze Puffer weg. Und da bin ich sehr gespannt, wie das bei den Neubauten sein wird. Denn hier sagt man, man möchte auch gezielt Neukunden ansprechen. Und ja, da wird es dann extrem spannend. Das heißt, wir hauen hier voll in den Massenmarkt. Wir hauen voll gegen Nova. Wir hauen voll gegen die Meraviglia Plus Klasse von MSC, wir hauen voll gegen die Smeralda, wir gehen voll auf die Leonardo Class von NCL, also totaler Massenmarkt und da wird es super spannend, freut mich, weil es gibt ganz, ganz viele neue Schiffe, LNG-Schiffe, große Schiffe und natürlich spricht man auch von einer enormen Innovationskraft, die man da auf den Markt wirft, das sagt Fincantieri. Und das erzählen ja alle Werften und demnach wird das, glaube ich, richtig geil. 2024 und 2026 will TUI die Schiffe in Dienst stellen. Und ja, bis 2026 sind jetzt meines Erachtens knapp 20 LNG-Kreuzfahrtschiffe, die in den Markt geworfen werden. NCL hatte gestern auch noch gesagt, dass die zwei Leonardo-Class-Schiffe mehr bekommen wollen und die Optionen dafür gezogen haben. Super spannend. Ich sag euch schnell, was Wiebke Meyer hier erzählt. Die beiden baugleichen Kreuzfahrtschiffe haben eine Größe von 161.000 Bruttoregistertonnen, hatte ich gesagt, 20 weniger als AIDA Nova. Mit der neuen Schiffsklasse erfüllen wir die Wünsche unserer Gäste. Die Gäste sagen wohl, dass sie große Schiffe haben wollen. Das habe ich noch nicht einmal gehört, wenn ich ehrlich bin. Und schaffen Angebote, die auch neue Kreuzfahrtgäste für einen Urlaub bei uns an Bord begeistern wird. Ja, das ist so der Sprech von AIDA Cruises eigentlich. Dabei bleibt das Passagierraumverhältnis wie bei den anderen Schiffen der Flotte bewährt großzügig. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn sie wirklich ihre Linie weiterfahren, jetzt sind sie fast so groß wie AIDA Nova, da passen bei absoluter Max-Auslastung 6.600 Passagiere drauf, glaube ich aber auch nicht so dran, dass man damit relativ häufig fährt. Also TUI müsste sagen, wir lassen maximal bei absoluter Max-Auslastung 4.000 Passagiere drauf, dass sie dieses Raumverhältnis in etwa behalten. Daran glaube ich nicht. Man baut nicht so große Schiffe und sagt dann, nee, Kabinen bauen wir keine rein. Wir haben es ja gerade bei der neuen Mannschiff 1 gesehen, hat bei den Suitenbereich extrem ausgebaut, sodass ja, der normal zahlende Gast vorne raus überhaupt gar keine Möglichkeit hat, mehr eine coole Location zu haben. Wir wissen selber jetzt alle, dass die Himmel- und Meer-Lounge auf die Seite platziert worden ist, dann hätte man sie auch weglassen können, weil da sitzt niemand drin und alle beschweren sich, dass es halt ein super blöder Ausblick ist auf der Seite, weil Himmel- und Meer-Lounge war immer die Möglichkeit, nach vorne rauszuschauen bei meinem Schiff und die gibt es jetzt für den normalen Menschen nicht mehr, das ist jetzt alles Suitenbereich. Und da spannend, was dann hier bei den Neubauten ist, weil man hört ja auf die Wünsche der Gäste, da bin ich sehr gespannt. Ja, weiter sagt Fincantieri, dies werden die größten Schiffe sein, die jemals in Italien gebaut wurden. Wir bei Fincantieri haben erneut bewiesen, dass wir dem Markt größte Zuverlässigkeit und Innovationsfähigkeit bieten. Das sind Säulen der Produkte Made in Italy, die Fincantieri im weltweiten Schiffbauszenario auszeichnen. Mit dem Projekt nehmen wir TUI Cruises als neue und herausragende Marke in unser Kundenportfolio. Darüber hinaus ist es eine herausragende technologische Referenz für unsere Produkte. Ja, gilt mal abzuwarten. Ne? Die Schiffe fahren nicht, sie sind jetzt auf dem Papier existent, jetzt muss das auch erstmal alles umgesetzt werden. Ja, ist auf jeden Fall eine super spannende Sache, der Markt wächst weiter, TUI wächst weiter und ja, Wiebke Meyer sagt hier noch, weitere Details zu den Schiffen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, das ist ja klar, das ist immer so. Ich hatte das vor Wochen schon gesagt, dass TUI definitiv neu bauen muss, dass es gar keine andere Wahl gibt und dass ich schätze, dass es bis 25 passiert, jetzt ist 24 und 26 und auch LNG, was ich ja auch schon sagte, dass sie das machen müssen. Man kann nicht sagen, man ist die sauberste Reederei und baut ständig Schwerölschiffe mit Abgastechnologie, das mag ja noch so gut
gut funktionieren mit der Abgastechnologie. Am Ende des Tages verbrennt man immer noch Schweröl. Ja, auf jeden Fall sehr coole Sache. Jetzt gehen wir alle mal so ein bisschen in die saubere Richtung. Jetzt ist auch TUI nachgezogen als große deutsche Marke. Jetzt gibt es keine Deutschen mehr, die ja, neu bauen und nicht auf LNG setzen. Ist ja für den deutschen Markt schon mal eine sehr saubere und schöne Sache. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.